Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz gleich, welche positiven Intentionen diesem Antrag zugrunde liegen, erregt mich in gewisser Weise auf. Es wird von Ihnen, meine Damen und Herren, der Fraktion Die Linke gefordert, etwas in die Gleichstellung einzubeziehen, was schon lange Bestandteil dieser ist, auch per Grundgesetz. Glauben Sie wirklich, meine Damen und Herren, dass das zuständige Ministerium unter Gleichstellung nicht schon lange auch die von Ihnen benannte Personengruppe beachtet? Vielleicht haben Sie ja sogar noch ein paar von all den Queers oder Queeren, wie sie sich nennen und auch offiziell nennen dürfen, vergessen. Müssen wir nun für jede einzelne Minderheit oder jede einzelne sexuelle Orientierung personelle und strukturelle Voraussetzungen im Ministerium schaffen, damit Gleichstellung möglich ist? Vielleicht möchten die Damen und Herren der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, als nächstes, und ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, die personellen Voraussetzungen für die Gleichstellung von Veganern fordern. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, ich habe übertrieben, Herr Ritter. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, aber laut einer Pressemitteilung des Sozialministeriums vom 21.03. und Frau Hesse hat es eben ja bereits gesagt, ist man dort dabei, einen Landesaktionsplan für bessere Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu erarbeiten, der bis Ende 2015 fertiggestellt werden soll. Darin heißt es aber auch, es sei eine Querschnittsaufgabe, das haben Sie selbst auch eben gesagt, Herr Ritter, bei der alle Ressorts einbezogen werden sollen. Darüber hinaus ist mir nicht bekannt, dass damit auch an einer bestimmten Ressortanbindung gearbeitet wird. Ob das Sinn macht, wage ich auch zu bezweifeln. Vielleicht aber, und das schlage ich hiermit vor, kann das ein Thema der nächsten Gleichstellungsberichterstattung sein. Es ist klar, meine Damen und Herren, dass Homophobie auch hier in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern noch eine große Rolle spielt. Sonst würden sich die Leute ja dann hier auch nicht so echauffieren. Vielleicht hören Sie sich mal den Song »Der Tag wird kommen« von Markus Wiebusch an. Dann weiß man, wo wir da tatsächlich stehen. Ihre Forderung, liebe Fraktion Die Linke, ist nichts anderes als Sympathiebekundung. Die schadet sicherlich niemanden, doch weiterbringen tut sie uns auch nicht. Außerdem müssen sich die kommunalen Körperschaften sowieso mit den Angelegenheiten dieser Personengruppe beschäftigen, denn die Lebenslagen der, ich mache das mal abgekürzt, LSBTTI-Menschen dürfen sich im Allgemeinen wohl nicht von den gesellschaftlich üblichen unterscheiden. Bei den im Antrag aufgezählten Personengruppen handelt es sich vorwiegend um Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung. Und genau dieser Tatbestand ist ein weiterer Grund für meine einleitend genannte Aufregung. Ich finde, Tatbestand ist vielleicht auch nicht so der richtige Ausdruck, aber gut, Sie wissen, was ich meine. Ich finde in diesem Zusammenhang die Nennung von intersexuellen Menschen sehr bedenklich. Es handelt sich hier keineswegs allein um eine sexuelle Orientierung, Neigung oder seelische Entwicklung, auch wenn diese manchmal ein belastender Folgeaspekt ist, sondern um eine biologische Andersstellung. Diese Menschen sind mit einem nicht eindeutig zugeordneten Geschlecht geboren worden und es handelt sich um dramatische Schicksale für die Betroffenen selbst und bei Neugeborenen, insbesondere für die Eltern. Hier seien die zahlreichen Operationen an Säuglingen genannt, die zu fatalen Entwicklungen führen können. Intersexuellen Menschen gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihnen ein möglichst normales Leben von Geburt an ermöglicht. Hier ist mit der nicht mehr zwingenden Eintragung des Geschlechtes im Geburtenregister bereits ein wichtiger Schritt gemacht worden. Diese Gesetzesänderung hat jedoch auch viele noch ungeklärte Fragen aufgeworfen. Und diese gilt es in Zukunft zu klären. Doch diese Fragen werden sicherlich nicht durch eine Umstrukturierung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales beantwortet werden können. Dies sollte Ihnen, liebe Fraktion Die Linke, bewusst sein. Alles in allem kommt mir das schleichende Gefühl, dass Sie gar keine wirkliche Vorstellung davon haben, von dem, was Sie da mal eben so fordern. Dieser Antrag ist eher punktuelle und fachlich fehlgehende Provokation.
Die CDU wird den Antrag deswegen ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Abgeordnete und Vizepräsidentin Frau Gajek. Guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ja, jetzt haben wir den Antrag von Herrn Ritter und auf den ersten Blick kann ich nur sagen, ja, wir brauchen mehr Verständnis, wir brauchen mehr Aufklärung und gerade die Ausführungen von Frau Friemann-Jennert haben mich da drin wieder bestärkt, dass wir da nicht aufhören dürfen, weil ich glaube, es gibt so viele Vorurteile, die dann zwar ein Stück weit bagatellisiert werden und eine Leitstelle für Veganerinnen und Veganer dann bitte, wenn es schon korrekt ist, bringt es dann doch ins Lächerliche und das finde ich ist einfach unerträglich. Und ich hoffe, wenn wir die Anträge weiter diskutieren, und es werden ja, denke ich, noch ein paar mehr in den nächsten 2 Jahren kommen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen.